Soll man mit einer Jama'a bleiben, die sagen, man darf hinter dem nicht beten und man darf von dem das Fleisch nicht kaufen? Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sprechen sie die Wahrheit oder sie sprechen nicht die Wahrheit. Ich werde auf beide Sachen beantworten. Wenn sie sagen, dieser Mann macht Schirk und er wurde darauf aufmerksam gemacht, zum Beispiel er betet Tote an oder er ruft die Leute zu den Gräbern oder sonstiges, dann haben sie recht. Dann haben sie recht. So. Aber, oder wenn sie sagen, bei dem darfst du das Fleisch nicht kaufen, weil es einen klaren Beweis gibt, dass ihr Fleisch Meta ist, das heißt nicht geschlachtet oder geschlachtet, nachdem die Tiere schon tot sind. Dann haben sie recht. Hier haben sie recht. So, aber jetzt gibt es die zweite Option. Wann auch immer sie in eine Moschee gehen, sagen sie, hinter denen nicht, hinter denen nicht, hinter denen nicht. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagt, die Leute, die die Menschen mit Fragen prüfen, nach der Aqidah, sind Mubtadi'a, sind Neuerer, sind Erneuerer. Warum? Du kannst nicht in eine Moschee. Jetzt, du bist zum Beispiel in einer Stadt, okay, von mir aus, du gehst nach Essen. Jetzt kommst du in eine Moschee, sieht normal aus, jetzt keine Moschee von Shia, sieht normal aus für dich. Du kommst da herein, dann fragst du nicht den Imam, welche Aqidah er hat. Aber manche holen den Zettel, inna alhamdulillah, nahmaduhu, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, und dann fängt er an. Bist du das, bist du das, bist du Blutgruppe, bist du Blutgruppe und ich weiß nicht was. A'udhu billah, das ist ein Mubtadi'a, das ist nicht unsere Aqidah. Sagt man, aber es könnte sein, ja, es könnte auch sein, dass du ein Hmar bist, ein Esel bist. Es könnte unsere Religion. Unsere Religion ist auf was basiert? Auf Gewissheit. Auf Gewissheit. Al-Yaqinu la yazulu bishak. Die Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben. Das ist unsere. Aber sagt man, okay, ich war draußen und habe gesehen, dass der Imam das und das gemacht hat. Okay, das ist was anderes. Aber du kommst nicht rein. Jetzt, wenn einer in die Moschee hereinkommt und er sagt uns Assalamu alaikum, dann sagen wir, warte. Und wir fragen ihn, bis wir herausfinden, dass er ein Munafiq ist. Ist das unsere Religion? A'udhu billah, wie kann man so leben? Sondern wir urteilen nach was? Das, was wir sehen. Insofern, und es gibt Leute, Achil Karim, von allen ist Fleisch haram, außer von ihnen. Kennst du, ja? Nicht, dass du über Kaplanji sprichst. Kaplanji. A'udhu billah. Die haben ihren eigenen Sheikh vom Islam ausgeschlossen. Der einzige Khalif, der Sozialhilfe bekommt. An der ganzen Geschichte der Menschheit. Ja, schaut mal, was das für Abgehörte sind. Ja. Guck mal, Wallahi al-Azim, diese Leute, möge Allah sie recht leiten. Und wir machen Dua für sie. Schaut mal, es gibt einen Grundsatz in der Religion. Dieser Grundsatz heißt, Istadil thumma staqim. Suche erst nach Beweisen und dann hab eine Ansicht. Jetzt diese Leute, Kaplan, Kaplanji, Kaplanji. Zum Schluss machen sie Takfir mit ihrem eigenen Sheikh. Ja, Habibi, du, dein Sheikh war doch dein Prophet. Jetzt machst du Takfir auf ihn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen und Verstand geben. Und das sind die Leute, die Ahlus Sunnah angreifen, ja? Das sind die Leute, die Ahlus Sunnah angreifen. Na, mit solchen Leuten, Kaplanjis, auf keinen Fall dürft ihr mit diesen Leuten zusammenbleiben. Die haben eine übelste Akida. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die haben selber keine Ahnung, was ihre Akida ist. Es gibt Leute, ihr kennt diese Gruppen, die so möchte gerne Leute im Internet sind. Der hat die Akida von Asha'ira und ist Khariji. Khariji heißt von Khawarij. Die Akida von den Asha'ira ist, dass sie Murji'a sind. Sie sagen, die Taten gehören nicht zum Iman. Die Taten gehören nicht zum Iman. Aber der ist nicht Murji'i, der ist Khariji, genau Gegensatz. Ja, wenn du ein Ei zusammenbastelst, sollte das eigentlich einheitlich sein. Aber bei denen hast du 500 Bestandteile vom Ei. Verstehst du, was ich meine? Und Allahu Musta'an.